Schatz, bitte leg dich ebenerdig. Ich werde dich im Folgenden beschlafen. Und bitte, sieh von allzu exaltierten Lustgeräuschen ab, schließlich sind wir deutsch. Vielleicht hat man nach 9 Jahren Ehe einfach mal Lust auf was komplett anderes, als das, was bei einem zu Hause immer auf der Couch da rumlungert. Liebe, da fragt man sich, warum machst du denn nicht ein Soloprogramm und verkaufst deinen Mann auf eBay? Manchmal denke ich wirklich, man sollte den Tag der Eheschließung begreifen als eine Art Tag des jüngsten Gerichts. Und diesen kurzen Moment vor dem Ja-Wort, den sollte man nutzen für eine Art Vorabgeständnis. Hallo, ich bin Jennifer. Ich habe permanent tolle Ideen, kann mich aber keine 10 Minuten am Stück konzentrieren, um diese auch zu verwirklichen. Ich weiß immer alles besser und wenn nicht, dann gebe ich es nicht zu. Ich brauche Aufmerksamkeit wie ein fieberkranker Panda-Bär und wenn ich länger als 10 Sekunden nicht im Fokus meines Mannes stehe, bin ich über Monate beleidigt. Hallo, ich bin Michael. Ich halte meine Meinung für die einzig richtige. Die Orgasmen anderer Leute interessieren mich nicht, auch wenn ich mit ihnen verheiratet bin. Mein Kleidungsstil orientiert sich an rumänischen Obdachlosen der 80er Jahre und jeder vertrocknete Kaktus ist eine größere Stimmungskanone als ich. Wenn Sie jetzt klatschen, wir wollen immer Sex miteinander haben. Mindestens 3 bis 4 Mal am Tag. Wir wollen für immer zusammenbleiben. Wir wollen Abenteuer zusammen erleben. Zusammen nach Amerika gehen und dort Karriere machen. Dem anderen niemals Unrecht tun. Wahnsinn, was mit Drogen alles möglich ist. Du wagst es jetzt hier nicht, unsere Ehe in Frage zu stellen. Wenn jemand das tut, dann ich. Du musst aber auch echt immer dagegenhalten. Ne? Dagegenhalten? Mann, wir wären doch jetzt nicht seit 9 Jahren verheiratet, wenn ich nicht permanent einen Schritt zurück machen würde. Einen Schritt zurück machst du doch nur, um noch besser Anlauf nehmen zu können. Ja, Frau Ehnert, entweder Kinder kriegen oder Karriere machen, da müssen Sie sich jetzt schon mal entscheiden. Entweder heiraten oder weiterentwickeln. Beides, das geht nun wirklich nicht. Na und? Uns Männern geht's doch ganz genau so. Wenn du als Mann bis spät in der Nacht in der Firma hockst, dann kriegst du den Vorwurf, du seist der eiskalte Karrierevogel, der alles tut, um die eigene Laufbahn voranzubringen. Und bist du der sensible, fürsorgliche, der die eigene Familie in den Vordergrund stellt, dann sagt deine Frau, vielen Dank, ich habe schon genug Schwierigkeiten, mich alleine durchzuziehen. Jetzt noch so ein Jammerlappen an meiner Seite, der keine Kohle nach Hause bringt, das hat mir gerade noch gefehlt. Vaginal- und Oralverkehr. Immer abwechselnd. Vaginal, Oral. Vaginal, Oral. Vaginal, Oral. Ey, sag mal, ich will doch als Frau nicht behandelt werden wie ein Sportwagen. Wie denn sonst? Wie ein kleiner ramponierter Käfer, den ich auch mal an den Nachbarn verleihe? Nein, ich sage einfach nur, dass wir zwei mittlerweile angekommen sind in der... Schlussphase! In der Ruhe und Gelassenheit des Paaralltags! Wüste Gobi bei mir? Ey, seit du keine Eier mehr isst, steht deine kleine Eiche doch im Tal des Todes. Was auch geschieht, ich werde dich lieben bis zu meinem Todestag. Klingt voll bescheuert, oder? Wetten, es gibt hier keine 10 Männer im Raum, die bereit wären, dich zum Essen und ins Kino einzuladen und dabei bestimmte Kleidungsstücke zu tragen, wenn sie danach mit dir ins Bett gehen dürften?